und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Diese Woche habe ich eigentlich nur einen kleinen Zusammenschnitt mal mitgebracht. Ich habe mich sozusagen abends unter der Woche mal kurz begleitet, wenn ich mit meinen nie gepreppten Zutaten dann auch abends mein Essen zubereite. Das heißt, diese Woche war ich auch weniger auf Insta und so weiter unterwegs, weil ich konnte nicht beides gleichzeitig filmen. Ja, also dass ihr einfach mal seht unter der Woche, wie das dann abends abläuft. Eigentlich Essen raus, zusammenmixen und fertig. Das gibt's für diese Woche. Genau. Ja, fangen wir gleich an. Ja, am ersten Tag gibt's Tomaten-Mozzarella-Salat, weil mein Mann war nicht da. Wir waren nur zu dritt. Das ist irgendwie unser Standardessen, wenn wir zu dritt sind. Auch hier, die Tomaten brauchte ich nur rausholen. Mozzarella hatte ich ja in meinem letzten Meal Prep Video erzählt. Sowas schneide ich frisch. Der wird einfach nur abgegossen. Ja, im Prinzip geht das, wie gesagt, alles sehr schnell. Denn ich schneide den einfach nur grob in irgendwelche Würfelchen. Das ist so die einzige Arbeit, die ich quasi für dieses Essen da noch groß machen muss. Normalerweise, wenn ich frischen Basilikum da habe, würde ich jetzt natürlich auch noch frischen Basilikum pflücken. Hatte ich aber nicht. So, hier kommen die fertig gepreppten Tomaten einfach in die Schüssel. Der ganze Saft mit rein, wenn welcher da ist. Der Mozzarella dazu. Jetzt wird einfach nur noch gewürzt. Ich nehme getrockneten Basilikum, weil ich keinen frischen hatte. Pfeffer dazu, Salz dazu, Essigöl dazu, das Ganze umrühren. Damit war das erste Abendessen schon fertig. Super simpel, super schnell. So, am zweiten Tag gibt es eine mediterrane Fischpfanne. Die habe ich so zum ersten Mal gemacht. Auch hier hole ich das ganze vorbereitete Gemüse gerade aus dem Kühlschrank. Den Fisch, das war tiefgefischt, den hatte ich am Tag vorher, am selben Tag morgens schon rausgelegt, sodass der dann abends eben aufgetaut ist. Hier sieht man quasi das Gemüse und die Zwiebeln separat. Dann richte ich mir immer alles, Brettchen und so für das ganze Kochzubehör. Die Zwiebeln werden zuerst angebraten. Zwiebeln soweit glasig sind, kommt einfach das ganze gepreppte Gemüse alles gleichzeitig mit in die Schüssel. Jetzt mache ich auch frisch einfach den Fisch. Der wird nur in grobe Würfel geschnitten, geht also auch relativ schnell, halte ich mich gar nicht lang mit auf. So, dann kommt ein bisschen Oregano an das Gemüse, Salz dazu, Pfeffer dazu, das war schon mit der Würzerei. Dann den Fisch dazu, alles gut unterrühren. Dann zum Schluss Deckel drauf und das Ganze, ich weiß gar nicht mehr, 20 Minuten oder sowas garen lassen, nochmal umrühren und damit war das Essen schon fertig. Also auch wieder ein sehr schnelles Essen. Dann gab es Nudeln mit einer Champignonsauce. Das war super lecker. Da hatte ich auch versucht, parallel noch ein Reel für Insta mitzufilmen. Ich muss mal gucken, ob ich aus dem Material hier mit beidseitigen Filmen was zustande bringe. Hier wieder die Pilze. Unten, wie gesagt, mit Küchenpapier, dass wir so überflüssige, geschwitzte Feuchtigkeit aufsaugen können. Die Zwiebeln separat. Als erstes die Nudeln aufsetzen. Sowas bereite ich dann eben nicht vor, wenn ich das abends brauche, weil die gehen ja schnell. Die kochen 10 Minuten und in der Zwischenzeit muss sowieso das ganze andere Zeugs mit anbraten. Öl in die Pfanne geben. Ich wasche hier auch zwischendrin immer wieder ab, wird man gleich sehen. So, die Zwiebeln werden als erstes in die Pfanne und angeröstet. Und wie gesagt, ich wasche zwischendrin immer alles gleich wieder auf. Ihr seht, meine Küche wird nie zum Schlachtfeld. Egal was los ist, es bleibt immer nur das, was ich brauche. Alles andere wird sofort immer wieder weggeräumt. Die Zeit habe ich dazwischen. So, dann kommen die Pilze dazu. Küchenpapier natürlich nicht mit dazu schmeißen. Das ist auch richtig schön feucht gewesen. Also das hat schon einiges aufgesaugt. Das Ganze eben braten lassen, zwischendrin, wie gesagt, alles wieder aufwaschen. Das waren jetzt die Pilzschüsseln und die Deckel und so weiter. Kommt gleich alles wieder weg. Ja, und damit war das Pilzessen soweit auch schon fertig, also auch super schnell. Dann gab es einmal Milchreis, das ist herrlich. Hier musste man nämlich nichts Meal preppen, das erspart also die Meal Prep-Arbeit. Ab und an gönnen wir uns auch mal ein süßes Abendessen. Dazu richte ich mir einfach auch wieder alle Zutaten, das mache ich eigentlich immer. Hier war Zucker und Zimt. Das heißt, ich musste gerade noch ein bisschen Zucker-Zimt-Mischung anrühren. Mein Mann hat derweil mal auch Milch aus dem Keller geholt, weil keine mehr im Kühlschrank war. Ansonsten Apfelmus und den Milchreis selber, alles bereitgestellt. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wieder, ich mache das in der Pfanne, by the way, nicht im Topf. Wieder die Pfanne richten, da den Reis einfach reinkippen im Ganzen. Ich nehme so eine ganze Packung, quasi für 2 Liter, wir sind ja auch 4 Personen.
die Milch dazugeben. Auch beide Liter natürlich gleich. Dann kann es schon mal bei niedriger Temperatur warm werden. Ich würde es gerne noch ein bisschen mit Vanille, also purer Vanille. Die Schoten, wenn ich sowas brauche, hebe ich immer auf und gebe die in so eine Mühle. Und dann kann das jetzt eigentlich 40 Minuten vor sich hin köcheln. Also super easy, perfekt für abends. Ja, und jetzt soll es eigentlich auch wieder ein Essen geben, aber ich hatte noch ein bisschen Pilznudeln übrig, wir hatten noch etwas Milchreis übrig und wir waren nur zu dritt. Das wusste ich vorher bei der Planung nicht. Das heißt, hier wieder spontanes, analoges Drag and Drop. Die Frittata kommt raus aus dem Mehlplan, stattdessen kommen die Reste rein. Heute musste ich also nichts kochen, es gab nur Reste. So, am nächsten Tag hatten wir Nudeln mit Grillhähnchenfleisch. Das ist ein Gericht aus meiner Kindheit. Also super easy. Wir haben ein fertiges Grillhähnchen genommen. Ich hatte den Nudeln tagsüber schon vorgekocht. Das Ganze kam nur in die Pfanne, wurde mit Butter angebraten und fertig. Käsespätzle, wieder ein Essen. Ein super schnelles Essen, wo man wenig Meal preppen muss. Das Einzige sind jede Menge Zwiebeln. Also ich mag hier wirklich ganz, ganz viele Zwiebeln und das kann man natürlich super vorbereiten. Ansonsten auch ein relativ einfaches Essen. Die Zwiebeln brate ich zuerst an, die brauchen nämlich ein Weilchen, weil die müssen bei uns richtig schön dunkel werden und schön gewürzt, entweder mit Gemüsebrühe oder Salz und Pfeffer. Die Spätzle werden auch ein bisschen knusprig angebraten, dann kommt der ganze Käse dazu, da wechsle ich, hier habe ich jetzt mal Emmentaler, ich nehme immer irgendwelchen geriebenen Käse dazu und dann kommen die schönen Röstzwiebeln drüber, das Ganze wird nochmal untergerührt und fertig. Also das sind bei uns die Käsespätzle, da freuen wir uns tierisch drauf. So, ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen, wie bei uns der Alltag abends abläuft. Vielleicht, wie gesagt, motiviert es den einen oder anderen auch Sachen mehr zu preppen, weil klar, die Kochzeit selber, die kann ich selten reduzieren. Die ist nun mal, wie sie ist, ob 30 oder 40 Minuten oder manchmal sogar eine Stunde. Aber das übernimmt in der Regel ja der Herd oder der Ofen. Mir geht es einfach darum, die Arbeitszeit, die ich selber da verbringen muss, so weit wie möglich zu reduzieren, weil wenn es auf dem Herd oder im Ofen steht, bei uns ist ja sowieso alles ein offener Raum, da kann ich die Zeit einfach anderweitig nutzen, da brauche ich mich nicht die ganze Zeit drum kümmern. Das heißt, die reine Arbeitszeit, die möchte ich reduzieren, das ist der Sinn und Zweck von meinem Meal Prep. Das gelingt mir ganz gut und wie gesagt, vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch motivieren, es auch mal zu probieren, vor allem die eben, die unter der Woche abends recht wenig Zeit zum Kochen haben. Ja, das war's diese Woche für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, macht gerne den Daumen hoch. Wenn ihr andere Anregungen und so weiter, was ihr vielleicht noch macht, um euch den Kochalltag zu erleichtern, vor allem unter der Woche, gerne in die Kommentare damit. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.